TIP Tutorial – Recherche in der Datenbank IEEE Explore. Wenn Sie mit einer komplexen Aufgabenstellung konfrontiert werden, kann es sein, dass Ihnen die Ergebnisse im TEB-Katalog zu umfangreich oder unspezifisch erscheinen. Dies ist oft der Fall, wenn Sie Literatur für ein Referat, eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit benötigen. In solchen Fällen empfiehlt sich die Literaturrecherche in einer Fachdatenbank, die Ihnen als Ergebnis sehr differenzierte Aufsätze aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Konferenzpublikationen liefert. In diesem Tutorial möchten wir Ihnen einen kurzen Einstieg in eine fachspezifische Volltextdatenbank für Informatik, IEEE Explore, vermitteln. Es gibt verschiedene Wege, um an diese Datenbank zu kommen. Ich gehe über die Homepage der TIB auf Recherchieren, Fachdatenbanken, Fachübersicht. Jetzt ordne ich mich dem Fach Informatik zu. Hier finden Sie die Datenbank IEEE Explore bei den Top-Datenbanken in der Informatik. Wie Sie hier sehen können, ist die Datenbank gelb gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sie von Studierenden der Leibniz-Universität Hannover auch außerhalb des Campus über den VPN-Client der Universität genutzt werden kann. Auf dieser Seite erhalten Sie wichtige Informationen zum Suchinstrument. IEEE Explore ist eine Datenbank des IEEE, also des Institute of Electrical and Electronic Engineers, die überwiegend PDF-Dokumente von IEEE-Veröffentlichungen enthält. Sie werden bei Ihrer Recherche vor allem Zeitschriftenaufsätze, Konferenzbeiträge und Normen bzw. Standards finden. Alle Publikationen der internationalen Mitglieder des IEEE sind in englischer Sprache verfasst. IEEE Explore deckt unter anderem die Fachgebiete computergestützte Ingenieurwissenschaften, Informatik sowie Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik ab. Die bibliografische Qualität dieser Datenbank ist hoch. Um mit der Recherche zu beginnen, klicken Sie auf Recherche starten. In der Datenbank gibt es verschiedene Suchmasken. Mit dem Suchschlitz oben auf der Seite könnten Sie eine einfache Suche beginnen. Weiter unten sehen Sie die Suchfelder der erweiterten Suche. Außerdem gibt es in dieser Datenbank noch eine Kommando- und eine Zitationssuche. Ich möchte mit der erweiterten Suche nach Literatur zum Thema Erkennung von Malware mittels Verfahren des maschinellen Lernens recherchieren. Da die Suchsprache der Datenbank Englisch ist, werde ich mit den englischen Kernbegriffen Machine Learning und Malware arbeiten. Ich gebe jetzt in das Suchfeld Malware und Machine Learning ein. Die Begriffe werden von der Datenbank automatisch mit unverknüpft. Das heißt, ich erhalte Treffer, die zwingend beide Aspekte enthalten werden. Um zu erreichen, dass die Begriffe Machine und Learning in den Treffern direkt nebeneinander stehen, setzen Sie sie in Anführungszeichen. Als Suchfeld nutze ich das voreingestellte All Metadata, womit meine Suchbegriffe in allen Datenbankfeldern gesucht werden. Über Search schicke ich meine Suche ab und bekomme 1410 Treffer. Diese Treffermenge ist viel zu groß und außerdem scheinen noch nicht alle der Treffer gut zum Thema zu passen. Das bedeutet, dass ich hier noch etwas präzisieren muss. Eine Möglichkeit, die Suche zu konkretisieren, ist die Beschränkung der Suche auf das Titelfeld. Ich erreiche dies, indem ich das Suchfeld Document Title anwähle. Jetzt wurde die Treffermenge auf 167 reduziert. Ich sichte nun die entstandene Ergebnismenge. Beispielhaft betrachte ich einen der gut zum Thema passenden Treffer, Sigbit von Machine Learning Based Android Malware Detection. Durch Klick auf den Titel werden weitere Informationen angezeigt. Zum Beispiel, dass der Artikel im Jahr 2021 in der 5th International Conference on Trends in Electronics and Informatics, ICOEI, erschienen ist. Hier können Sie einen Blick in die Kurzzusammenfassung, den Abstract, werfen.
Das ist sinnvoll, um zu überprüfen, ob der Treffer zum Thema zu passen scheint. Wenn der Treffer vielversprechend aussieht, ist es sehr wichtig, die Schlagwörter genauer anzuschauen, die Sie hier unter Keywords versammelt finden. Die Datenbank unterscheidet IEEE-Keywords, die durch den Datenbankhersteller normiert sind und eine hohe Relevanz für die Nachbearbeitung der Suche haben. Hier taucht neben unserem Suchbegriff Malware auch der gut zum Thema passende Begriff Machine Learning Algorithms auf. Die Author-Keywords dienen nur ergänzend zur inhaltlichen Beschreibung. Nun möchte ich eine neue Recherche unter Einbeziehung der IEEE-Keywords beginnen. Dazu gehe ich zurück in die Suche und ändere das Suchfeld von Document Title zu IEEE Terms, womit ich die Klassifikation von IEEE Explorer in meine Suche einbeziehe. Ich lasse den Begriff Malware stehen, da wir ihn ja so in einem Indexfeld gefunden hatten. Weil wir für unseren zweiten Aspekt den Begriff Machine Learning Algorithms gefunden haben, ergänze ich Machine Learning noch um das Wort Algorithms. Nun bekomme ich 188 Treffer, die inhaltlich gut zum Thema passen sollten. Falls Ihnen diese Treffermenge noch zu hoch sein sollte, könnten Sie sie über Filter, wie zum Beispiel die Jahreszahl, reduzieren. Haben Sie Interesse am ersten Treffer, DL, FHMC, Deep Learning Based Fine-Grained Hierarchical Learning Approach for Robust Malware Classification, laden Sie den Volltext durch Klick auf das PDF-Symbol herunter. Sollten Sie Fragen zur Datenbankrecherche in der Informatik haben, wenden Sie sich gerne an unsere Fachreferentin für Informatik, Lina Lu. Dieses Tutorial ist ein Teil der Filmreihe Fachspezifische Recherche für InformatikerInnen. Zu dieser Reihe gehören außerdem die Filme Grundlagen der thematischen Datenbankrecherche und Recherche in den Datenbanken der ACM, auf die Sie ebenfalls über unsere Website zugreifen können.